Hallihallo, wir sind hier in der Bildredaktion in Berlin und ich spreche gerade schon mit Matthias Steiner, der uns heute hier besucht über Facebook und Co. Und darum dachten wir, wir gehen mal kurz live, oder? Ja, ich sage auch hallo. Hallihallo. Schön, dass du hier bist, Matthias. Wir möchten natürlich alle Zuschauer und deine Fans und alle, die dich kennen, entweder als Sportler oder als Musiker oder als Tänzer oder als Autor, da gibt es ja jetzt inzwischen mehrere Berufsbezeichnungen, dazu auffordern, dir Fragen zu stellen. Wenn ihr irgendetwas von Matthias Steiner wissen möchtet, bitte jetzt. Wir sind ja vorrangig hier, um über ein sehr aktuelles Projekt zu sprechen. Du machst ja tatsächlich sehr viele Sachen, aber ich möchte mich heute auf eine Sache konzentrieren und das ist die Musik. Mhm. Wir haben dich bei It Takes Two gesehen, vor gar nicht zu langer Zeit. Da hast du gesungen tatsächlich. Das war nicht das erste Mal, aber das war das erste Mal vor so einem großen Publikum, ne? Dass dich die Leute mal gesehen haben, auch über Wochen gesehen haben, ja, genau, als Sänger. Ja, ja. Es war in der Tat nicht das erste Mal, aber es war jetzt insofern spannend, weil ich dann natürlich auch mit einem großartigen Sänger, mit Gil Oferim zusammen auf der Bühne stehen konnte. Das war so eine Erfahrung dann. Und es war eben dann live gesungen. Das ist schon krass, wenn man dann auch die Musik anders wahrnimmt. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob du dann einfach nur zu Hause vor dich hinsingst oder so singst, alleine, oder dann eben wirklich auch tolle Lieder performen musst. Und es ist schön. Aber es war eben nicht das erste Mal und ich habe in den letzten 3 Jahren so viele Berührungspunkte gehabt und so viele schöne Momente gehabt. Und auch ein paar Leute hinter mir dran, die mir so einen Tritt in den Hintern gegeben haben und mich da unterstützt haben. Da kommen wir zu meinem Thema des Tages quasi. Du hast gesagt, es war nicht das erste Mal und wir können jetzt, glaube ich, bestätigen, es war auch nicht das letzte Mal. Definitiv nicht, denn du veröffentlichst morgen tatsächlich eine eigene Single. Ja. Morgen, also am Freitag, kommt die allererste Single von dir raus. Erzähl mal ein bisschen was. Was ist das für ein Song? Du singst auf Deutsch, soweit ich weiß. Ja. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, jetzt wirklich kein Hobby mehr, nicht nur im TV, sondern ich mache das jetzt als echter Musiker? Ja, die Berührungspunkte es begann ja 2013 eigentlich schon. Und da eine Sendung, dort eine Sendung, zwischendurch mal ein paar Leute, die mich dann angesprochen haben aus der Musikbranche, gesagt haben, Mensch, du hast eine angenehme Stimme, das wäre doch mal schön und probier doch mal. Und natürlich war ich noch sehr in meinen Sport involviert und auch im Kopf noch sehr Sportler. Aber ich habe immer schon sehr gerne gesungen, auch als Kind schon, aber eben, wie es wahrscheinlich erstmal viele tun. Also Musik war mir nicht fremd. Ich habe Klavier spielen gelernt, ich habe Akkordeon gelernt, sogar ohne Noten. Also ich habe auch ein Gefühl für Musik mitbekommen, aber irgendwann kam der Punkt, wo ich mich entscheiden musste für den Sport oder für die Musik. Mhm. Und damals war einfach als 12-jähriger Junge der Sport mir halt wichtiger und war auch richtiger zu dem Zeitpunkt. Aber Gewicht ist begrenzt und ich musste irgendwann aufhören und natürlich schlage ich neue Wege an und ich verlasse gerne meine Komfortzone, aber ich will auch Dinge nur dann neu machen, wo ich auch sage, das kann ich, das traue ich mir zu und da kommt auch was Gutes raus, ansonsten lasse ich es. Also nur, um was zu tun oder nur um Spaß zu haben, das alleine reicht mir nicht, den Anspruch habe ich und das hoffe ich, hört man dann auch bei der Single, weil da steckt viel Liebe und viel Arbeit drin und da steckt ganz viel Matthias Steiner drin. Die Single heißt Zurückgeliebt. Und es ist ein Liebeslied. Also ich habe mich sehr, also es kommt mir so vor als Frau, ich nehme das schon als eine Art Liebeslied wahr und ich finde das, es ist wirklich schön. Also da denkt man, da singt ein Mann für die Frau, die er wirklich liebt. War das dir wichtig, gleich den ersten Song in diese Richtung zu steuern oder ist es einfach entstanden? Nein, es sind in den letzten 2 Jahren ja einige Lieder entstanden. Wir haben auch mal probiert, im Studio mal Englisch zu singen zum Beispiel und um auch mal zu definieren, was klingt denn besser bei mir? Alles liegt einem ja nicht und sind zu dem Schluss gekommen, nein, wir bleiben bei Deutsch. Wie klang denn Englisch? Nein, es klingt auch gut, aber auch im deutschen Bereich singe ich eher Dialekt. Der österreichische Einschlag ist ja nicht zu überhören oder dann doch Hochdeutsch, das sind alles so Dinge. Das mussten wir erst mal erfahren und testen und wir sind zu dem Schluss gekommen, nein, bei Hochdeutsch bleiben wir. Und natürlich besteht nicht mein ganzes Leben aus Liebe, aber es gab Momente in meinem Leben, die nicht so schön waren. Ich glaube, das haben auch ganz, ganz viele Menschen erlebt und es gibt aber Momente, die schön sind und ich habe in den letzten Jahren viele Momente erleben dürfen, die schön sind, auch abseits des Sports. Und ein großer Moment ist eigentlich der dauernd anhält meine Frau, weil die meine Inge, die mir 2 wunderbare Kinder geschenkt hat und die mich letzten Endes ins Leben zurückgeliebt hat. Das ist der Titel dann. Also das ist schon, man kann schon sagen, dass gerade die Single sehr autobiografisch ist.
Also das ist jetzt nicht einfach nur ein Lied rausposaunt nach Lust und Laune, weil es vielleicht gut klingt, sondern da geht es schon sehr um mich und um meine Frau. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich sage, ich kann jetzt über ein Lied Danke sagen einfach. Wirklich danke für die letzten Jahre. Und zeitgleich aber auch kann der Zuhörer dann das sicher auf sich selbst ummünzen. Da geht es also nicht nur um Matthias Steiner, sondern es ist dann schon so gehalten, dass man sagen kann, Mensch, das kann ja auch mein Leben sein. Aber du verstehst schon, dass es, wenn du, also wir haben dich, du bist Matthias Steiner, einfach der Olympiasieger, bist du. Wirst du immer sein. Und wir haben, also wenn dann so ein harter Kerl, vermeintlich harter Kerl, sowas Schönes singt, ist es schon, es schmilzt einem schon ein bisschen das Herz. Ja, aber es ist auch die Frage, wie man singt. Das ist ja nicht schmusig gesungen oder sagt, Mensch, das ist jetzt irgendwie nett und Wolken und schöne Sonnenschein und ein paar Wölkchen am Himmel, sondern das ist schon, der Text hat einen Tiefgang und es ist in dem Lied dann trotzdem, es hat so eine poppige Art, wo man sagt, da ist so ein Rhythmus drin, der nimmt mich mit, der macht Spaß. Also kein schweres Lied und nachdenklich ist es nur im Text. Und dabei auch nur so, dass es sehr eingängig ist, aber einen trotzdem mitnimmt. Und mit dem Lied kann man sehr, sehr leicht, sehr schön Danke sagen. Wir haben Matthias Steiner noch einige Minuten bei uns. Also das ist die Gelegenheit, falls ihr Fragen an unseren Olympiasieger habt, an den Sänger, als der ja heute hier steht, Matthias Steiner, bitte jetzt. Die Gelegenheit habt ihr noch ein paar Minuten, ne? Ja. Hast du denn Fragen an deine Fans? Also willst du was, du begegnest sicherlich jeden Tag Leuten, die dich entweder von vor 10 Jahren noch in Erinnerung haben, als ne? Oder von diesen Shows, bei denen man dich jetzt sieht. Wie sind so deine Begegnungen? Was wollen die von dir? Wollen die, dass du die in die Luft hebst oder wollen die, dass du ihnen jetzt ein Lied vorsingst oder was vortanzt? Wie sind die Begegnungen? Na, da gibt es viele schöne Begegnungen. Vor allem dadurch, dass ich ja doch einige Dinge gemacht habe in den letzten Jahren, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Also hochheben oder hochgehoben werden wollen eigentlich nur mal die Kinder. Das finde ich dann großartig, weil die immer testen wollen, ist er denn stärker noch als mein Papa? Und in der Regel bin ich es ja immer noch als der Durchschnittspapa. Und trotzdem finde ich, ist ein Papa immer der Stärkste. Also da will ich es nicht übertreiben. Tanzen muss ich zum Glück mit niemandem. Also zum Tanzen hat mich keiner aufgefordert, sondern eher, das kam eher nur so ein bisschen eine Gratulation zum Ausdruck, dass ich es so weit geschafft habe beim Tanzen. Hätte man von dem Gewicht über nie gedacht. Und eher in diese Richtung, das finde ich auch großartig. Das war auch eine schöne Sache, eine schöne Chance, die ich ergriffen habe, mal anders wahrgenommen zu werden. Weil fürs Gewichtheben stehe ich ja. Stand ich und stehe ich und das ist ein schöner Sportart und finde ich auch toll, aber im Leistungssport ist die Zeit eben begrenzt. Ich mache Gewichtheben nach wie vor sehr gerne, aber eben rein als Hobbysport und das heißt, mein Leben muss jetzt andere Dinge auch bieten können und die Begegnungen sind in vielen Bereichen schön und was jetzt die Musik angeht, was das Singen angeht, war es dann doch so, die einigen Male, die ich was gesungen habe vor Publikum, war die Reaktion immer sehr positiv, immer sehr schön, immer auch sehr unerwartet. Mensch, das klingt ja angenehm, die Stimme ist angenehm. Ich werde auch sehr oft, das kann man vielleicht, das passt ganz gut zu der Frage, wenn ich jetzt auf der Straße unterwegs bin, irgendwo was einkaufe, sei es beim Bäcker oder wo auch immer, es ist wirklich schon sehr, sehr oft vorgekommen. Und man erkennt mich nicht auf den ersten Blick, weil man immer noch den 150-Kilo-Koloss vor Augen hat. Dann gucken die Leute, drehen sich nochmal um und sagen, Mensch, die Stimme, ach, sind Sie der Herr Steiner? Und in dem Moment kommt der sieht ihm dann doch irgendwo ähnlich und also allein die Sprechstimme ist so ein Wiedererkennungswert. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist schön, das ist positiv, das hilft auch beim Singen, weil ich mir denke, da hört man was raus, da erkennt man was den Leuten vertraut ist, was angenehm ist. Und das finde ich schön, das hilft bei so einer Musik, das ist gut. Wo singst du denn sonst immer? So unter der Dusche oder würdest du jetzt was singen oder bist du eher derjenige, der muss im Studio sein, sich einschließen? Oder bist du nur am Trällern? Also ich bin weder der den ganzen Tag von früh bis spät singt, noch der sich einschließt unter der Dusche sowieso. Das macht immer Spaß. Ist ja schön, wenn man sauber wird. Gute Akustik auch. Ja, Küche auch. Überall, wo Fliesen sind, logisch. Das wusste ich sehr früh, dass es ein Druckschluss ist, dass man vor den Fliesen immer gut klingt. Ich bin eher der Stimmungsmensch, auch was das Singen angeht. Also da muss schon gute Laune sein, das muss aber auch zu den Liedern passen. Natürlich singt man auch mal ganz gerne Lieder, die nicht zu einem passen, sei es jetzt mal was ganz aus der Richtung Hard Rock oder wie auch immer, oder dann auch mal wieder eher eine Schnulze, das kann alles Mögliche sein, aber die Stimmung muss dann passen. Und mittlerweile bin ich ja so weit, dass ich auch gelernt habe, wenn man wirklich auch schön klingen will, ich finde es immer ganz gut, die Stimme zu erwärmen. Und das finde ich großartig, was man da auch in kurzer Zeit
rausholen kann. Ich meine, natürlich dauert es auch lange, eine Stimme auszubilden oder beziehungsweise der eine ist mehr talentiert, der andere weniger, wie auch immer. Aber was schön ist, und das kann ich immer aus dem Leistungssport rausnehmen, weil ich als Gewichtheber muss ich meinen Körper komplett verstehen, auch wenn es nichts mit der Stimme zu tun hat. Aber ich muss immer alles ansteuern können. Und das kann ich jetzt bei der Musik eben auch, wenn ich dann Atemtechniken übe und versuche, einen Ton anders herauszuholen als vorher. Das ist was total Befriedigendes, was wahnsinnig Schönes zu sehen. Auch da kann man sich total weiterentwickeln. Das finde ich großartig. Und deswegen hat es eben doch eine Weile auch gedauert. Und habe nicht gesagt, so, ich mache jetzt einfach mal, wer möchte mit mir gerne was machen, sondern es ist wirklich so entstanden. Und wir haben echt von der ersten Aufnahme, die wir mal probiert haben, bis jetzt, das ist so ein Riesensprung, wenn man das hören würde, das ist großartig. Ich find, weil du deine Stimme trainiert hast? Über die Jahre natürlich, immer wieder der Berührungspunkt gewesen. Und auch dann kam ich irgendwann zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt möchte ich aber auch mal Unterricht nehmen, um zu sehen, was passiert und was kann ich rausholen. Und das merkt man dann. Ja, auch okay, eine Frage. Wir gehen gleich offline, weil du hast noch sehr viel zu tun heute. Zeig mir aber bitte eine Atemübung. Gibt es irgendwas, was ich machen kann, um meine Stimme zu trainieren? Naja, Atemübung, gut, zuerst mal ganz wichtig ist Entspannung. Und gerade bei mir ist es Entspannung. Ich bin so auch der Mensch, der immer dann gleich will und gleich an die Hand ran will und sofort ran will. Entspannt, ja, es muss nicht unbedingt Yoga sein, aber es täte gut, sich mal ein bisschen zu erden. Und was meine Schwäche war, anfangs, war, ich habe dann, wenn die Töne irgendwie höher kommen, versucht hier mit Kraft, das Gewicht hier alles rauszupressen. Und da bist du irgendwann begrenzt, weil da macht hier alles zu. Das Wichtigste ist, das alles aus dem Bauch rauszuholen. Also die Übungen dann während dem Singen auch zu merken, wenn man einen langen Ton hält, Hand drauflegen, auch diesen Sänger, Singbauch. Man darf sich nicht irgendwie jetzt nur mit einem Sixpack vorstellen, sondern auch mal so den Bauch schön locker lassen und dann aber auch den Bauch nach innen gehen lassen. Und dass wirklich die Luft, die Kraft von unten kommt, dann hat man viel mehr Kraft, viel länger Kraft, als hier oben alles rauszuquetschen. Da gibt es viele Tricks, wie man die Töne denken muss. Ich finde das total schön, weil ich das aus dem Sport eben kann. Mhm. Ich kann den Körper wunderbar steuern. Ich muss es einfach nur trainieren, aber das sind ganz, ganz tolle Sachen. Und dann gibt es eben Mundbewegungen, damit man eben die Wörter dann auch schön aussprechen kann und nicht so hektisch wird. Und gibt es viele, viele Dinge. Das Training hört nie auf, ne? Das Wichtigste ist für mich wirklich der Bauchbereich. Dass da liegt die Kraft. Da liegt die Kraft, die ich rausholen kann, kann es wunderbar dosieren. Und das macht unheimlich Spaß, die Entwicklung da zu spüren. Dann wünschen wir dir sehr, sehr viel Erfolg auch mit der Single. Die kommt morgen raus, zurückgeliebt. Und es kommt tatsächlich ein Album in... Noch nicht, gar nicht so lange, ne? In eineinhalb Monaten, glaube ich. Ja, 14. April. 14. April. Und die Single ist einfach der erste Auszug und ich glaube, die ist noch nicht aussagekräftig über das Spektrum des ganzen Albums. Also es ist wirklich komplett unterschiedliche Musik drauf. Natürlich ist es immer Matthias Steiner, das hört man dann auch, aber es kratzt wirklich an vielen Bereichen, das finde ich so toll. Also das erste Lied alleine sagt noch nichts über das Album aus. Aber ich würde sagen, wir kündigen jetzt noch eine Kleinigkeit an. Morgen bei bild.de gibt es tatsächlich dein erstes Video zu sehen. Mhm. Also morgen gerne bei bild.de vorbeischauen, dann seht ihr das erste Video von Matthias Steiner und alle Infos zum Album und das ausführliche Interview. Dankeschön. Danke, ich sag Dankeschön. Danke, tschüss.